Hallo zusammen, ich bin der Jan. Und ich die Silke. Von Travel Love. Und wir sind froh, dass wir bei Evas Adventskalender dabei sein dürfen. Wir sind zurzeit in Westafrika unterwegs mit dem Ziel Kapstadt. Der Jan fährt eine EXC 500 von KTM und Silke eine Honda CRF 300L. Wir möchten euch heute aus unserem Eisreisebuch vorlesen. Das war unsere Hochzeitsreise, bei der wir mit zwei Motorrädern im Winter ans Nordkap gefahren sind. Viel Spaß beim Zuhören. Wir waren im Dezember, Januar unterwegs, im Winter. Es war richtig kalt und wir lesen euch in der ersten Episode von unserer Fahrt übers Fjell in Norwegen vor. Wir können gegen 11:30 die Fahrt Richtung Nordkap endlich fortsetzen. Der Campingplatzwirt ruft uns noch zu, es sei kalt. Wir biegen auf die Europastraße ein und haben eine tief verspurte und zerfurchte Straße vor uns, denn vor einigen Tagen hatte es getaut und zusätzlich besteht im Winter Schneekettenpflicht für Lkw, die das ganze Eis unförmig zerschlagen. Kann da nicht mal einer die Schneefräse rufen? Das muss doch nicht sein. Pet und Flöckchen, das sind unsere beiden Motorräder, fahren wie auf rohen Eiern. Es beutelt uns beide regelrecht hin und her. Da ist nichts, was wir machen können, außer uns über die ungepflegte Straße zu ärgern und an den Busfahrer von gestern zu erinnern. Norway is not Finland, hat er wiederholt gesagt. Wir verstehen jetzt voll und ganz, was der Mann meinte. Hier war schon länger keine Straßenwacht unterwegs. Die Straße fühlt sich an, als hätte jemand tonnenweise Eiswürfel auf den Asphalt gekippt, grob in sich ständig kreuzende Fahrspuren gehakt und dann mit Schnee bestreut. Geradeaus kein Problem, aber um aufs 400 Meter hohe Fjell hochzukommen, gibt es eine Menge Kurven, in denen die Geschwindigkeit einfach nicht hoch genug werden kann, um damit wirklich klarzukommen. Oben auf dem Fjell wird es besser. Da kann man die Kiste geradeaus laufen und unter sich frei pendeln lassen, ganz nach dem Motto, soll sie doch machen, was sie will. Es ist wunderschön, leider auch bitter kalt, denn mit jedem Höhenmeter fällt die an sich schon frostige Temperatur noch tiefer. Letztendlich fällt sie auf minus 37 Grad. Meine Kamera ist bei minus 32 Grad schon ausgestiegen. Jans wollte schon früher nicht mehr fokussieren. Auch die kleine Pet will nicht mehr so recht und Jan hat mit seiner Super Tenere ebenfalls Mühe. Bei minus 37 Grad scheinen wir trotz Additiven an der Grenze der Vergasermotoren angekommen zu sein, denn beide lassen sich nur mit Gewalt, viel Drehzahl und konstantem Gas am Laufen halten. Bei 80 km/h Geschwindigkeit und minus 37 Grad Außentemperatur ergibt dies durch den Windchillfaktor eine gefühlte Temperatur von minus 88 Grad. Seit minus 35 Grad ist auch mit unseren Intercoms Schluss und ich kann Jan deshalb nicht berichten, dass meine kleine Pet die Kälte und Landschaft nicht ganz so genießt wie ich. Gestern hatte Pet bei minus 25 Grad eine Öltemperatur von 65 Grad. Das fand ich eigentlich ganz okay. Doch bei rund minus 37 Grad schafft sie gerade mal 40. Ich vertraue dem guten Putuleinöl und gebe der Kleinen die Sporen, ziehe an Jan vorbei, treibe sie über das Fjell, damit ja nicht der Motor abstirbt. Es ist urplötzlich surreal und völlig verrückt. Die Motoren stottern, die Kälte zieht in die Klamotten, unsere diversen elektrischen Helferlein laufen auf Volldampf. Angespannt sitzen wir, hochkonzentriert auf den Motorrädern. Die Gedanken beschäftigen sich mit der Technik. Startet der Motor wieder, sollte er ausgehen? Lieber nicht ausprobieren. Keine Fotostops mehr, keine Pipi-Pause, Gang runter, Hahn auf, Drehzahl ist alles. Ganz alleine fahren wir über das eisige und unwirtliche Fjell. Bis zum Horizont kein Fahrzeug. Aber ist es nicht das, was wir wollten, weswegen wir hier sind? Ist es nicht das Abenteuer, was wir suchten, die körperliche Herausforderung?
Der Seitenwind fährt mir in die Flanke. Im Rückspiegel sehe ich die Scheinwerfer von Flöckchen kurz schlingern. Jan holt auf. Wie lange müssen wir eigentlich über diese Hochebene? Wie lange muss ich die kleine Pet so quälen, mit Gewalt ihr kleines Motörchen am Leben halten? Wie lange noch über das Fjell brechen? Ich prügel die kleine Pet fast zur Höchstleistung. Es tut mir so leid, aber ich weiß, ich muss ihr das jetzt antun. Ich starre auf das, was ich von dem Eisband vor mir erkennen kann. Erwarte jede Sekunde die nächste Böe von der Seite und habe alle Muskeln angespannt. Hoffentlich ist es bald vorbei. Mir tut die kleine Pet so leid. Die Füße sind eiskalt. Sind die Akkus etwa auch schon leer? Ich versuche, meine Zehen zu fühlen. Ja, ich glaube, die Akkus der Heizsohlen haben noch Leistung, aber es reicht bei der Kälte nicht mehr für Wärme, sondern nur für Schutz vor Erfrierung. Mein Heizvisier friert natürlich wieder zu. Das funktioniert ja sowieso nur bis minus 20 Grad einwandfrei, aber dadurch sehe ich kaum noch etwas und fliege fast blind weiter über Eis und Schnee, immer in der Hoffnung, die Eisbrocken, die Autos gelegentlich verlieren und in den Weg legen, rechtzeitig zu sehen und aus den dichten Schneewolken, die entgegenkommende Lkw verursachen, auch wieder heile herauszukommen. Jan schießt hinter mir her. Wir hetzen beide übers Eis, jagen unsere Motorräder durch die eisige Kälte. Was für eine irre Erfahrung, bei fast minus 40 Grad nahezu blind über Eis und Schnee zu brettern. Das ist der verrückteste Ritt meines Lebens. Und es fühlt sich nur halb so verrückt an, wie es ist. Ich traue mich kaum, es zu sagen. Aber diese Herausforderung, dieser verrückte Ritt, macht wirklich Spaß. Es ist eine unglaublich einzigartige Erfahrung, mit Speed über das Eis zu fliegen. Ein wenig Tunnelblick, ein wenig Rallye-Feeling, ein wenig Respekt, ein wenig Mut. Die Mischung führt zu Adrenalinschüben, die einfach nur glücklich machen. Dafür sind wir wirklich hier. Wir erleben etwas völlig Verrücktes und das zusammen. Davon werden wir noch an unserer goldenen Hochzeit erzählen. Und weil heute Nikolaus ist, erzählen wir euch, wie das damals war, als wir den Weihnachtsmann getroffen haben. Am Polarkreis wohnt auch der Weihnachtsmann. Und das ist auch das einzig Gute dort. Denn außer dem Weihnachtsmann selbst kommt dort alles aus Fernost. Souvenirs, Kitsch, Krempel und Kommerz und auch die Gäste. Nichts, aber auch nichts kommt nur annäherungsweise aus Europa. Ein furchtbarer Trubel. Vor dem Dorf stehen gleich 7 Busse mit Gästen aus Fernost. Ich möchte gar nicht wissen, wie das dort im Sommer aussieht, wenn auch noch Wohnmobilisten, Motorradfahrer und Sommerurlauber dort sind. Absolute Katastrophe. Nach Tagen in absoluter Stille durch finnische Winterlandschaft ein völlig unerwarteter Kulturschock. Aber der Weihnachtsmann ist es wirklich wert. Eigentlich wollten wir ja gar nicht wirklich zum Weihnachtsmann, sondern nur zum Polarkreis, wo er wohnt. Aber irgendwie werden wir einmal dort in die Sache hineingezogen. Das erste Haus, was wir betreten, war natürlich das vom Weihnachtsmann. Keiner da. Sitzen die Touristen alle beim Kaffee? Eine Elfe fragt, Do you want to meet Santa Claus? Wollen wir? Die Elfe öffnet eine Tür. Und wir finden uns in einem runden Raum wieder, der um eine große Holzuhr gebaut ist, durch deren Uhrwerk wir gehen. Auf der anderen Seite der Uhr steht eine weitere Elfe und öffnet uns die Tür zum Weihnachtsmann. Noch sind wir ganz überrumpelt. Ich sehe zunächst nur einen Tisch mit Geschenken und dahinter einen Kameramann, der voll draufhält. Wo sind wir hier nur gelandet? Der Weihnachtsmann bittet uns, sich zu ihm zu setzen. Auf Deutsch. Auf Deutsch? Woher weiß er das? Er fragt nach meiner BMW. Meine BMW? Woher weiß er das? Wir vergessen, dass wir bis eben dachten, in einer Touristenfalle zu stecken. Vergessen, dass der Bart des Weihnachtsmanns unecht ist. Vergessen, dass der Kameramann ja draufhält. Der Weihnachtsmann strahlt eine unbeschreibliche Aura aus.
Allein seine Augen schauen mit einer Güte, wie ich es noch nie gesehen habe. Wir sind völlig gefesselt und plaudern entspannt mit dem Weihnachtsmann über unsere Reise. In fehlerfreiem Deutsch. Er weiß Dinge von uns, die er nur deshalb wissen kann, weil er uns schon von Geburt an kennt. Weil er uns als brave Kinder jedes Jahr beschert hat. Wir hoffen, euch hat der Weihnachtsmann heute auch beschert. Und die Stiefel waren rappeldicke voll. Mit lauter leckeren Sachen.